draußen. Heute gibt's Salat mit lecker Fleischbeilage. Das ist, sind Rinder-Minutenschnitzel, die habe ich klein geschnitten in so Streifen. Ja, toll. So, hier, so Streifen. Mit Ingwer, Zwiebeln und Petersilie ein bisschen eingelegt, Olivenöl drauf geträufelt. Das brate ich jetzt an. Dazu wird es geben ein Romana-Salat, eine Paprika, zwei Tomaten und drei Möhren. Und dazu noch ein Salatdressing aus der Tüte. Ich weiß, das ist ein bisschen ungesund, aber nobody's perfect. Ja, und dann würde ich sagen, warte. So, da seht ihr mich mal wieder. Ich komme momentan einfach nicht dazu, einfach richtige Videos zu machen. Und ich dachte, dann lasse ich euch einfach trotzdem teilhaben. Ich habe so einen hässlichen Dutt gerade, weil ich von der Arbeit komme. Ich lasse euch einfach teilhaben an dem, was ich danach und davor mache. Und so, dass ihr ein bisschen was von mir habt. Ja. Ne? Also, wenn es gleich weitergeht, nehme ich euch mit. Bis gleich. So, ich habe das Fleisch übrigens über Nacht eingelegt und jetzt brutzelt das vor sich hin hier. Oh Mann, das riecht so lecker. Zwiebeln und yum, yum, yum. Also, ich hatte bis hin waren ungefähr 400 Gramm Schnitzel, die ich da zerteilt habe. Lecker! Jetzt ist alles fertig. So sieht das aus. Ein bisschen Fleisch, Paprika, Möhre, Tomate. Lecker, lecker. Ich wünsche euch einen guten Appetit, wenn ihr es nachkocht.